Wenn man sich so sehr mit dem Körper identifiziert, dann kann man nicht richtig sehen. Man sieht nicht klar. Es ist wie wenn du einen Nebel dann hast. Und dann kannst du auch nicht klar und objektiv sehen, was ist das, was dein Körper eigentlich will, wenn du deine Anhaftungen hast. Hi Leute, heute in dem Video soll es darum gehen, um ein kleines Mindset-Thema beziehungsweise eher ums Bewusstsein auch. Und zwar, was nämlich viel verbreitet ist, was mir oft aufgefallen ist, wo ich auch selber in diese Falle reingetappt bin, dass ich mich sehr an, ja, so mit der Zeit, man baut sich so, wenn man zum Beispiel die Ernährung umstellt, sehr Dogmen im Kopf auf. Kann oft passieren. Und es ist ein super, super wichtiger Punkt, dass man sich niemals mit diesen ganzen Geschichten, wie man sich ernährt, identifiziert und daran anhaftet. So, das heißt, dass man sich nie als Veganer, Vegetarier, High-Carbler, was weiß ich, Rohköstler oder sonst was bezeichnet, und beziehungsweise man kann sich dazu vielleicht mal bezeichnen. Wenn es irgendwo sinnvoll ist, dass man besser sein Essen beschreiben kann oder so, was man gerade Lust drauf hat. Aber es ist so unglaublich wichtig, dass man sich selber nicht diese Blockade aufsetzt. Und damit setzt man sich nämlich eine Brille auf, mit der man die Welt komplett verzerrt sieht. Wenn man jetzt plötzlich denkt, ey, ich will nur noch Rohkost essen. Und wenn es nicht, ja, roh ist, auf was auf der Packung steht, dann ist es nicht roh oder so. Und man setzt sich da einen Glaubenssatz ein und kann nicht mehr die Realität so anschauen, wie sie ist. Und man muss auch einfach immer schauen, sei es jetzt zum Beispiel Rohkost oder egal welche Ernährung, wie es gerade passt. So, man muss anpassen. Wenn man zum Beispiel gerade unter Stress ist, dann bringt es nichts, sich da irgendwo reinzuzwingen und dann noch die Energie aufzubringen, um irgendwie da großartig was in der Ernährung zum Beispiel zu ändern. Und das ist super wichtig, dass man sich nie damit identifiziert und sagt, also ich bin Vegetarier, ich bin sonst was. Das kann man vielleicht machen in unserer Gesellschaft, sozial, dass man da einfach Stellung bezieht oder sonst was macht. Sagt, man isst keine Tiere, weil es einfach gut für die Umwelt, für den Planeten, für alles ist. Aber der Punkt ist, dass man sich niemals damit identifizieren sollte. So, sobald man sich das festsetzt, so, ich, für immer bin ich, weiß ich nicht, Veganer, so. Ich würde auch Fleisch essen, zum Beispiel, wenn eine Situation ist, wo das halt so sein muss. Aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen, weil man auf einer einsamen Insel ist und da ist kein einziger Baum und weiß ich nicht. Also könnte ja Situationen geben. Warum nicht? Man sollte sich dann nicht im Kopf beschränken. Niemals. Es ist unglaublich wichtig, weil dann sieht man die Realität nicht mehr klar. Und das ist bei allem so. Sobald man sich mit was identifiziert, sobald man daran anhaftet, siehst du die Sachen nicht mehr, wie sie sind. Und mit dem Körper ist es genauso. Sobald du extrem mit deinem Körper identifiziert bist, denkst, der Körper ist irgendwie alles, was weiß ich, machst Bodybuilding, sonst was. Bodybuilding ist nicht schlecht oder so, aber wenn du halt einfach wirklich so viel Wert aufs Äußere legst und dann wirklich nur aufs Äußere schaust, nicht auf dein Inneres, so das Äußere, das
Das kommt dann, wird immer schöner, wenn man einfach darauf Acht gibt, auf das Innere. Aber wenn man sich so sehr mit dem Körper identifiziert, dann kann man nicht richtig sehen. Man sieht nicht klar. Es ist wie wenn du einen Nebel dann hast. Und dann kannst du auch nicht klar und objektiv sehen, was ist das, was dein Körper eigentlich will, wenn du deine Anhaftungen hast. Man beginnt erst immer klarer zu sehen, umso weniger die Anhaftungen werden. Und das ist eigentlich immer der erste Schritt. Sonst in der Zusammenarbeit zum Beispiel auch, mache ich immer so, ich gehe gar nicht an die Ernährung am Anfang ran, sondern am Anfang immer erstmal zu schauen, okay, man baut sich eine emotionale, psychische Stabilität auf und man kommt immer mehr davon weg, dass da so eine kleine Distanz entsteht zwischen dem, was man selber ist und dem Körper, dass man wirklich so in der Vogelperspektive das Ganze besser wahrnehmen kann und nicht mehr so mitgenommen ist von den ganzen Dingen, dass man dann einfach wirklich tun kann, was nötig ist und nicht irgendwie in Panik verfällt oder sonst was. Und das ist ein unglaublich wichtiger Punkt. Und eben auch mit diesen ganzen Ernährungsrichtungen. Man kann dann nicht mehr klar sehen. Zum Beispiel auch, es ist völlig egal, wenn du zum Beispiel sagst, du isst alles roh, aber du isst halt fünfmal am Tag Rohkost, Gourmet-Rohkost, wo alles gemischt ist und alles durcheinander, die Verdauung überhaupt nicht klarkommt, dann ist es lieber besser, du isst fünfmal am Tag gedünstetes Gemüse, kleine Portion, besser als sowas. Und diese Labels und diese Schubladen halten dich nur davon ab, diese Dinge klar zu sehen. Und das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, und den wollte ich echt nochmal in diesem Video deswegen so ausdrücklich ansprechen und darauf eingehen, weil es mir immer wieder begegnet ist. Bin selber da in so kleine Fallen reingetappt, weil ich auch gemerkt habe, okay, am Anfang habe ich umgestellt und auch Rohkost zum Beispiel und habe gemerkt, okay, ja, tut mir auch gut, aber dann schaut man halt von da, wo man es hatte, her hatte zum Beispiel, was erzählen die Leute noch und dann erzählen die halt noch andere Sachen und dann probierst du andere Sachen aus, aber die passen einfach nicht so. Und wenn man dann wirklich das zum Beispiel Rohkostszene in manchen Kreisen kursiert auch so, du musst gar nichts mehr trinken. Und dem ist halt nicht so. Das ist Quatsch. Gerade für die Reinigung braucht der Körper einfach Wasser. Und wenn du, ich habe das auch getestet, so wenn du zum Beispiel Gurken viel isst und so, kannst du machen. Daraus zieht der Körper auch extrem viel Wasser. Aber du bist trotzdem, die Verdauung ist die ganze Zeit beschäftigt. Und es ist nicht sinnführend, ständig zu essen den ganzen Tag. Der Körper braucht diese klaren Pausen zwischendrin, dass er sich auch regenerieren kann. Und du kriegst auch selbst schon von den überzüchteten Früchten, wenn da zu viel Zucker drinnen ist und so weiter, kriegst du auch Durst. Avocados, Nüssen und so weiter, sowieso. Und hier, wie hieß er, Robert Lockhart? Ich weiß nicht mehr, wie der Name richtig war. Oder war es Leonard? Locker, ich weiß es nicht. Ich möchte keinen falschen Namen, ich habe sogar ein Video aber damals über ihn gemacht. Er ist auch gestorben, hatte halt auch Nierenversagen. Also ich möchte nicht lügen, aber auf jeden Fall, er hat auch nichts getrunken, hat nur Früchte gegessen und ist auch relativ früh dann gestorben, in 76 oder was. Und auch weil er halt zusammengebrochen ist, hat er dann auch noch einen Trockenfasten gemacht und sowas. Und das ist halt unglaublich wichtig, dass man die Körpersignale richtig wahrnimmt. Und wenn der Körper Durst hat, dann muss man trinken. Und wenn man keinen Durst hat, man hat auch viel weniger Durst mit Rohkost so. Aber wenn du trotzdem noch in Salat, selbst wenn du ein paar Körner reintust, eine Avocado oder sonst was, dann hast du auch wieder davon Durst. Dann braucht man dafür wieder zum Verdauen Durst. Und genauso, wenn die ganzen Toxine, die man wirklich, und es ist ein Prozess, der dauert 5, 10 Jahre, wo der Körper diese ganzen Sachen, die man ein Leben lang und auch schon die Eltern zu sich genommen haben, ausgeschieden hat, da braucht man auch mehr Wasser. Genauso die Umweltbedingungen, Abgase und so weiter. Der Körper scheidet dann immer über Schleim, über Flüssigkeit die Schadstoffe aus. Und das ist dazu notwendig. Und es ist unglaublich wichtig, sich keine Dogmen in jeglicher Hinsicht dann zu setzen, sondern einfach zu schauen, okay, ah, der sagt das. Das auch nicht zu verneinen oder so, sondern einfach, okay, probiere ich mal aus. Und dann schaue ich aber wirklich, wie reagiert mein Körper drauf. Und das ist unglaublich wichtig, diese Distanz dazu zu entwickeln und diese Objektivität und
Das Ganze kannst du eben machen, indem du Atemübungen machst, Meditation, Yoga. Yoga Namaskar ist das so eine ganz schöne Übung, die man zum Beispiel machen kann, wo du wirklich über der Zeit hinweg einfach immer mehr in diese Vogelperspektive kommst, immer ausgeglichener wirst, dass du die Dinge auch so betrachten kannst, wie sie sind. Und dann wirklich sich immer wieder selber zu überprüfen. Es ist eine super Regel zum Beispiel, ist aus dem Buch The Four Agreements, die vier Versprechen. Und in dem Buch steht eben eine Regel davon, von diesen vier Versprechen, ist eben keine Annahmen zu machen. Und da ist es wirklich immer wieder wichtig, das zu prüfen. Wann mache ich Annahmen? Und immer wieder das zu prüfen. Selbst wenn du ein Haus anschaust und das hat jetzt eine weiße Wand, und dann sagst du, da ist ein weißes Haus, aber eigentlich ist der vielleicht gar kein weißes Haus, sondern vielleicht ist das ein Haus, wo eine Wand weiß ist und die anderen Wände sind alle blau. Kann sein, weißt du nicht. Aber das ist unglaublich wichtig, nicht zu voreilig Schlüsse zu ziehen, alles zu blind zu übernehmen und sich das in den Kopf einzupflanzen, sondern erst sagen, okay, ganz offen, nicht sagen, das stimmt nicht oder so, sondern einfach sagen, ah, okay, das klingt interessant, bin ich gespannt, ob es wirklich so ist, schau es mir an, ich probiere es aus und auch alles, was ich sage, komplett das Gleiche, probiere es aus, das ist auch immer meine Priorität, so glaub mir kein Wort, sieh es einfach als eine Möglichkeit, schau es dir an, hör auf dein Körpergefühl, schau, wie es sich für dich anfühlt, schau, welche Schlüsse du daraus ziehst, wie die Zusammenhänge sind. Ja, das ist ein unglaublich wichtiger Punkt. Und es ist eh wirklich, sei es vegane Richtung, sei es Rohkostrichtung, viele werden so dogmatisch und sehen auch nur noch die Ernährung. Und am Ende ist die Ernährung wirklich nur, die Ernährung ist einfach nur ein Mittel zum Zweck. So. Und du kannst dich nicht in den Himmel essen. Du wirst klarer denken können. Du wirst von der Stimmung her auch besser drauf sein, weil wenn der Darm nicht richtig funktioniert, dann hat das Auswirkungen auf deine Stimmung. Und du wirst dich schon besser fühlen, aber du wirst nicht irgendwie erleuchtet, weil du anders isst. So. Das ist die geistige Arbeit, das Bewusstsein, das man einfach immer mehr entwickelt, indem man sich immer wieder die Themen anschaut und immer gelassener dann auch durch Situationen durchgeht. Und das ist nämlich eigentlich das, worum es geht. So. Eigentlich hier Entgiftung, Ernährung, alles ganz schön und nett. Aber am Ende Gesundheit, was ist das wert? Es ist alles, wenn du es nicht hast. Aber wenn du dafür sorgst, das ist eigentlich halt die Grundlage vom Leben. Natürlich kann das eben alles ausmachen. Und wenn Gesundheit nicht da ist, dann ist nichts lohnenswert hier, so dann kann man hier nichts machen. Aber die eigentliche Reise geht dann los, wenn man wirklich wieder gesund ist, wenn man fit ist. Und dann ist die eigentliche Reise eben wirklich das, was man innerlich macht, wie ausgeglichen man da wird und was für Zustände man kommt. Und das ist sehr genial, was man da machen kann, was man da erfahren kann. Und dazu wollte ich auch jetzt in nächster Zeit immer mehr wieder Videos machen, was dieses Bewusstseinsthema, Bewusstseinswandel, das Mindset mit anbelangt, dazu auch. Und wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt auch gerne mal unter das Video. Und ansonsten, wenn euch das Video hier gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Und ansonsten freue ich mich, euch dann wiederzusehen. Und wenn ihr selber zum Beispiel am Ernährung umstellen seid, dann schreibt mir auch gerne mal oder tragt euch für ein kostenloses Erstgespräch ein. Ist auch ein Link unten drunter. Und dann können wir auch mal deine Situation anschauen, wo du stehst, wo du hin möchtest, was da so zu beachten gibt. Und vielleicht gehen wir auch den Weg dann gemeinsam. Und ansonsten, ja, einen wunderschönen Tag dir noch und mach's gut. Ciao.